Herzlich willkommen zurück hier bei einer weiteren Folge Factorio. Wir haben beim letzten Mal entsprechend einige Kleinigkeiten gemacht, Werkzeuge hergestellt und zumindest schon mal hier oben die Steine hergezogen. Und wir hatten vereinbart, dass wir jetzt quasi uns um ein bisschen Geschütztürme und Bauroboter kümmern möchten und entsprechend auch die Fluggestelle, die wir dazu brauchen. Da brauchen wir halt so gewisse Dinge. Ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen Steine weggemacht. Ich lasse hier ein bisschen Platz. So, wir werden hier irgendwo anfangen. Ich lasse hier Platz, weil es gibt so, na, wie heißen die Module? Genau, hier gibt es zum Beispiel solche Anbieter und Lagerkisten, die können wir da hinbauen in die Lücke. Und es gibt hier die Module, die dann quasi auch die Produktivität erhöhen. Genau, die brauchen auch so Schaltkreise. Von dem her, wenn wir die hier produzieren, dann müssen wir die nicht erstmal ewig rumziehen, sondern haben die dann direkt hier schon. Ich glaube, das machen wir sogar direkt so. Dass wir hier schon mal mit der Produktion von so ein paar Modulen starten. So. Splitter, da ist er. Gut. So. Genau. Fabrik. Du machst bitte mal diese Module hier. Strom. Babam. Macht es so, ich mache jetzt hier alle untereinander hin. Und zwar, zack. Die kommen hier einfach nur in so eine Kiste rein. Die ganzen Kisten werde ich bald auch wieder ummodeln müssen, und zwar zu Anbieterkisten, damit die Bauroboter sich dort Elemente abholen können. Aber bis dahin bleiben sie mit Absicht jetzt erstmal so. Ich denke mal, zwei Stacks reichen vorerst. Genau. Licht. Vor allem hier wichtig, damit wir die dann auch nachts finden, die Kisten hier. So, was hat man denn hier noch? Nicht die Module, sondern die Kisten hier. Die machen wir auch da unten dazu. So. Greifarme haben auch noch mal viele, sehe ich gerade. Müssen wir bald wiederholen. Zwei. So.
So. Diese Kisten, diese Kisten. Ah, ich mach mal eher 3 Stacks hier. Und euch habe ich das Rezept vergessen zu sagen. Gut. Trotzdem lassen wir hier noch Platz. Ui, das sehe ich. Das hatte gravierende Einwirkungen direkt. Ja, ihr seht schon. Kaum macht man was, stellt man fest, dass einem Materialien fehlen und dann kommt man zu nichts. Aber besser macht's direkt, wie man dann später überall hinrennen muss. Jetzt aktuell haben wir hierhin einen sehr kurzen Weg. So. So, und genau, rote Schaltkreise. Hier machen wir auch noch ein Licht hin. Wo machen wir denn die grünen? Die werde ich auch noch direkt erweitern. Das war jetzt nicht so gut. Was ist denn da los? Das war zu weit. So. Fabrik. 1, 2. Bitteschön und bitteschön. Der ist uns tatsächlich jetzt im Weg. Ging schneller wie erwartet. So, jetzt wird es hier ein bisschen lustig. Soweit. Gut. Ja, auch noch 2 Fabrikchen. Und da fällt mir ein, wir haben noch solche hier.
Der braucht nämlich relativ viel Kupfer. Genau. Dann läuft es schon mal schneller hier. So, es sind schon wieder 10 Minuten rum, wir haben fast nichts getan. Beides sind natürlich auch wichtige Dinge, die wir getan haben. So, jetzt müssen wir Sand herstellen. Und zwar... solch einer Fabrik. So, hier müssen wir hoch. Platz machen und dann geht's los. Zack. So. Sand, wo ist er denn da? Ups. Strom. Der kann dann theoretisch auch hoch auf den Bass, aber mache ich jetzt erstmal nicht. Dann direkt hier mit Glas weiter. Wo ist ein Glas? Bin ich jetzt blind? Wo ist ein Glas? Glas, Glas, Glas. Da ist es nirgends. Hier ist auch kein Glas. Brauchte ich da Wasser oder wie war denn das? Schauen wir hier. Glas, da ist es. Sand. Ah, ich brauche einen Schmelzofen oder sowas in der Art. Lichtbogenofen. Haben wir den schon erforscht? Nein. Dann lasse ich das hier mal so. Und warte, bis ich einen Lichtbogenofen erforscht habe. Wo kommt denn der? So viel noch rot. Krass. Da ist der Schmelzofen. Lichtbogenofen, wo ist denn der? Müsste doch theoretisch da unterhalb. Ah, vulkanisches Gestein, das sind die ganzen roten Flecken, das kann ich auch verarbeiten. Sehr cool. Ich fände es jetzt nicht.
Wie ist es mit Kohle? Ist auch ein Stück die Kohle hierher zu holen. Was machen wir? Erstmal Platz lassen. 1, 2, 3. Das müsste doch passen, oder? Genau. Kommt nämlich da das Glas drauf. Was wir eigentlich machen können. Lichtbogenofen. Wo ist er denn? So, mir fehlt ein Stahlträger. Die staunt sich jetzt glücklicherweise sogar schon. So, das war das sehr gut, was wir da vor zwei Folgen was, glaube ich, gemacht haben. Sogar relativ klein. Aber der andere Ofen, der Lichtbogenofen, ist definitiv größer. Das weiß ich. Gut. Haben wir unsere Glasproduktion erstmal ein bisschen gefaked. So. Robotergestelle. Ja, wo sind denn die? Da. Batterien. Genau, die brauchen wir auch dafür. Das heißt, wir lassen jetzt wieder ein bisschen Luft. Müssen uns jetzt eigentlich als nächstes um Batterien kümmern. Kupfer und Eisen und Schwefelsäure. Das ist Eisen. Genau, das Zeugs müssen wir dann abbauen können. Mit dem einen vulkanischen Ding, was ich da gesehen hatte. Wo ist ein Kupfer? Da. So. Alles verwackelt hier, das geht ja gar nicht. So, jetzt wird es schon wieder dunkel. Gut. Hier haben wir Glas. Greife 1, 2, 3. Irgendwo hier. So, ich hoffe, ihr seht noch genug. So. Das hier. So, halt sehr gut. Batterien werden hergestellt in einer Chemiefabrik. Chemiefabrik, wo bist du? Fehlt uns Kupfer. Gut, jetzt müssen wir, was müssen wir holen? Schwefelsäure. Dam. Da gab es die Motoren.
wollte nämlich ein paar Chemiefabriken holen. Was ist denn eigentlich hier? Hatte ich denn... Gut, mein Glück. Ich dachte schon, ich hätte den nicht begrenzt gehabt. So. Bisschen Werkzeug. Kann man immer brauchen. Schon wieder so viel Stein hier. Das gibt's ja gar nicht. Ich brauche ja noch eine Reservekiste hin. Damit wir wieder ein bisschen Platz haben da. So, jetzt Schwefelsäure, wo bist du? Schwefelsäure und Wasser müssen wir auch hinterziehen dann. Strom, ja, perfekt, sieht noch gut aus. Aber Moment, Moment, Moment. Schwefelsäure haben wir noch gar nicht hergestellt. Wasser, Schwefel, okay, das stellen wir hinten her. Ziehen wir jetzt nur Wasser hinter. Da ist Wasser. Da haben wir Wasser. Wo geht das hin? Das ist schon ein Stück hinten. Ich hätte gar nicht ganz vorlaufen müssen. Nee, das ist nicht ganz hinten. Das ist nur bis hier. Genau. Wo haben wir Platz? Ein Stück Rohr hier hinten und brauchen noch ein paar. So. Es ist besser, wenn wir das da hoch machen. So, hier eine Verbindung, da eine Eckverbindung. Zack. Kommt hier die Leitung. Ah, natürlich genau am Baum. Jetzt haben wir ein Problem. Es geht nicht. So. Verbinden. Was haben wir denn da? Ach, Rohre. Gut, ich glaube genau, hier ist eh schon Ende. Hier ein Zwischenstück, dass wir da was abzweigen können. Hm. Ach, da hinten brauche ich es erst. Verdammt. Da. Okay. Zum Glück sind Rohre einfacher zum Verbauen hier. Bei, ich glaube, wir sollten direkt hier die Fabrik hinbauen. Schwefelsäure, wo warst du? Schwefel, Wasser, Platten in einer Chemiefabrik.
1 Blätter. Gut, dann kommt hier Schwefel. Zack. Mit den Rohren müssen wir dann schauen. Jo, Licht, das vergesse ich gerne. So, jetzt der Schwefel. Der muss da drauf. Wo ist er denn? Da kommt er irgendwo. So, oder? Perfekt. Hier kommt noch ein Stück Rohr hin und dann eine Chemiefabrik. Da ist er. Schwefelsäure. Hätte ich das Rohr gar nicht gebraucht. So. Da brauchen wir gleich noch ein paar. Wo war die Chemiefabrik? Da. Die Rohre haben wir schlecht gebaut. Baum. Da. So. Greifarme waren auch relativ wenige. Die müssen nochmal weg hier. So, so. Jetzt ist es besser hier. Gut, die verbinden. Dann natürlich so. Lichtersatz und Strom. Rezept. Gut, Schwefelsäure hätten wir jetzt. Und jetzt muss hier eine Chemiefabrik hin. Eine haben wir noch. So, oder? Die bekommt Greifarme. Ich glaube, hier kommt dann sogar einer raus. Die macht nämlich Batterien.
So. Strom. Hier auch noch. Weg mit dem Baum da. Gut. Brauche ich natürlich wieder Materialien für die nächste Chemiefabrik. Aber ihr seht hier, es kommen schon die ersten Batterien raus. Cool. Mal hier noch ein bisschen Lichtchen verteilen. Später dann. Oh, da hinten fehlt wieder der Strom. Das ist jetzt auch wieder so ein wichtiger Punkt, wo ich mir sage, dass ich mir hier einen Geschützturm platzieren werde. Da wir jetzt hier... Ich glaube doch, oder? Wir haben Glas, Batterien, die Motoren müssen wir noch weiterziehen. Genau. Dann haben wir alles soweit. Und können dann hier ganz einfach unsere Lasertürme bauen. Und zwar werden die gebaut in... Steht nicht dran, müsste aber so eine Maschine hier sein. Genau. Fertigen kann er dann hier rauslegen. Das kommt hier hin. Perfekt. Das ist dann quasi die Aufgabe, die Geschütztürme in der nächsten Folge zu machen. Ich werde offscreen. Ihr seht, ich habe keine Greifarme mehr. Und hier oben braucht man natürlich einiges vom Mainbus. Den Mainbus muss ich mal wieder verlängern. Das werde ich offscreen machen. Dann müsst ihr euch dabei nicht langweilen. Und dann geht es hier in der nächsten Folge weiter mit Lasertürmen und dann entsprechend auch bald schon Baurobotern. Hoffe ich doch. Vielen Dank fürs Zusehen bis dahin und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.